Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest zusammen mit euren Lieben. Uns war es dieses Jahr leider nicht möglich, Weihnachten in Italien bei meiner Familie zu feiern wegen der Arbeit. Aber ihr wisst ja, ich bin ein sehr positiver Mensch. Auch wenn mich das sehr mitgenommen hat und ich sehr traurig war, habe ich das Beste draus gemacht. Es war ein wunderschönes Weihnachtsfest, ganz zauberhaft, zusammen mit meinen Kindern, meinem Ehemann und der Bella. Ich habe euch ein bisschen was abgefilmt. Wir waren beim Bowlen, wir haben Plätzchen gebacken und wir waren Schlittschuhlaufen. Unsere Rituale und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video, meine Lieben. Ich habe natürlich wieder viel gekocht und viel vorbereitet. Das übernimmt ja eigentlich meine Mama und mein Papa, aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht und wir starten jetzt aber erstmal mit dem 24. am Morgen. Yay, der Postbote war gerade da und hat mir ein Paket von 1000 Kind gebracht und zwar ist hier dieser wunderschöne Kinderwagen drinnen, nicht in dem Grün, sondern in dem Rot, für mein Patenkind. Das hatte ich euch ja bei den Hüpfburgen erzählt, dass sie mir einen Wunschzettel geschrieben hatte, beziehungsweise dem Christkind. Dann habe ich bei 1000 Kind noch dieses Brettspiel hier gefunden für meine Kinder und dieses hier für meine zwei Großen. Das muss ich jetzt alles noch einpacken. Ich hoffe, sie freuen sich. Hier ist noch die Rechnung. Die ist ja auch immer so schön, ne? Mit diesen Seifenblasen. Und diesen Pulli hier habe ich noch für einen Alessandro bestellt. Ich hoffe, er gefällt ihm, ja, dass er was Schickes noch für die Feiertage hat. Und jetzt muss ich mich mal wieder beeilen. Was the night before Christmas, I was closing down for business in my little prison shop. Jetzt muss alles nur gleichzeitig fertig sein. Das ist jetzt die Kunst, ne? Der Salat ist schon mal fast fertig. Und das Fleisch ist auch schon fast fertig. So, unser Weihnachtsessen. Wir haben es den 24. und ich habe es tatsächlich geschafft, alle Gerichte gleichzeitig fertig zu bekommen. Ich habe hier diese leckere Pasta, dann den Salat, für meinen Mann auch die leckere Pasta und die Beilagen zu den Schweineländchen im Speckmantel. Hier ist noch Rotkraut und Soße und wir lassen es uns jetzt schmecken. Nicht für die Bella. Bescherung! Danke. Yeah. Schuhe sind noch nicht da. Ja. Du möchtest voll lachen, ne? Ja. Dankeschön. Ja, das habe ich mir ja gewünscht. Ja. Ach so. Wow, das ist auch schon Gea S2. Ja, Alter. Gier. Und wer die goldene 10 bekommt, darf zum Baum und sich ein Paketchen holen. So macht die Bescherung doppelt viel Spaß, denn alle nehmen Rücksicht und sehen, was die Brüder geschenkt bekommen haben. But somehow I knew and maybe so did you. Erster Weihnachtsfeiertag und wir hatten von gestern noch ganz viel Schweineländchen und die Beilagen. Aber was nicht fehlen darf am ersten Feiertag ist die berühmte Lasagne. Ich hatte ja von gestern noch Bolognese-Soße und deshalb habe ich natürlich eine Lasagne gemacht. Da hinten ist noch der Salat. Und wir lassen es uns jetzt schmecken, würde ich sagen, ne? Guten Appetit! Wir filmen uns! Ja! Nicht so! Hilfe! Schaffen wir das? Ja! Mann hat wieder die beste Hose heute an. Geh mal her. Und ich. Yay. Kann nicht so schnell fahren mit der Kamera, ich habe Angst. Da ist mein Lassie. Lassie, super.
Wo ist denn der Luki? Rausgegangen. Echt jetzt? Ja. Ich bin nicht auf, Schatz. Ist doch kalt. Ja. Liegt noch innen mit der Kamera in der Hand, ey. Essen ist fertig. Heute gibt es Rouladen und dann habe ich noch Lasagne von gestern. Hier ist die Bratensoße. Der Salat ist noch in der Küche und den Tisch, den habe ich jetzt von gestern einfach noch mal so ein bisschen schön hergerichtet. Der Lissandro, der wollte Spaghetti Bolognese und wir lassen es uns jetzt schmecken. Meine Lieben, ich bin noch total kaputt vom Wochenende, aber neuer Tag, neues Glück, wie ich immer so schön sage. Ich war auch schon total fleißig. Hier hinten sind die Pakete schon soweit fertig und zwar sind es die von der Verlosung. Ich bereite mir hier auf dem Sideboard immer alles schön vor mit Füllmaterial, Herzchen und Sternchen und eine schöne Karte und packe das alles sehr gewissenhaft ein. Ich sprühe das Ganze immer noch mit Parfum ein, damit es gut riecht, wenn man das Ganze aufmacht. Und zwar sind es die Pakete von der Verlosung. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich habe im Moment auch noch ein paar Verlosungen am Laufen. Also falls ihr da noch mitmachen wollt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich muss mich jetzt total beeilen, habe meine Tomatensauce schon aufgesetzt für den Lissandro und für meinen Mann habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal zur Post mit den Paketen. Ich muss auch noch schnell Wasser kaufen, zwei Wasserkästen. Genau, sonst haben wir nichts zu trinken heute. Und da drüben steht auch noch ein Paketchen und zwar ein Tauschpaket von der lieben Jessie. Das mache ich dann später zusammen mit Lissandro auf. Da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mit dranbleiben. Und ich würde sagen, ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit und ja, bis später. So, Blatt, los geht's. Tür snap. Und hier sind die ganzen Pakete drinnen. Jetzt muss ich mich total beeilen. Tauschpaket. So, also jetzt machen wir das Tauschpaket auch von der lieben Jessie. Jessie Online heißt ihr Kanal. Ja. Ich habe den Karton jetzt schon mal aufgeschnitten und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin schon total gespannt. Meine Kinder helfen mir. Ich sehe schon ganz viele Süßigkeiten. Lecker. Die kennen wir nicht, ne? Was ist denn das alles? Nee, also die kenne ich. Das sind so Kaugummis. Kaugummis? Und was ist das? Weiß ich auch nicht. Sweet Tarts? Okay. Kleine Kaugummis. Also gut, werden wir auf jeden Fall testen. Ja. Dann. Tata! Magst du das aufmachen? Ja. Das darfst du aufmachen. Hier steht, vielleicht haben deine Jungs ja Lust auf eine eklige Bohnen-Challenge. Oh. Mhm. Kennt ihr diese Videos? Ja. Okay, das machen wir mal. Nimm Max am besten so ein Video. Ja. Cool! Wollen wir das an unseren Baum hängen? Ja. Geht es. Sieht bestimmt gut aus. Geht es. Ja. Kann ich nehmen. Packen wir noch das hier. Das ist auch noch für euch. Was ist das? Guck du mal. Mhm. Die Jessie wohnt ja in San Antonio. Oh mein Gott, ist das weit weg. Falls ihr noch nicht den Kanal kennt, müsst ihr unbedingt bei Jessie vorbeischauen. Und zwar macht sie ganz, ganz besondere Videos. Sie hat ja eine kleine Maus, die Lilly. Und also ein kleines Mädchen, die ist jetzt zwei geworden, ist jetzt schwanger mit ihrem zweiten Kind, ein Schleifchen. Und der Chris ist auch total lieb, ihr Mann. Und ich liebe ihre Videos. Das ist eher so eine Art, also Kunst, was sie macht, ne, aus jedem Video. Also das ist nicht 0815 einfach abgefilmt. Sie hat wunderschöne Musik dazu. Sie hat eine ganz tolle Stimme. Ich liebe ihre Videos. Oh, aber ganz schön viele Sachen. Ja, jetzt bist du noch dran. Dann haben wir noch das hier. Darfst du noch aufmachen? Und noch mehr Süßigkeiten. Okay, der Zahnarzt lässt grüßen, Jessie. Okay, cool. Ein paar Lollis. Ein paar Lollis. Okay. Und noch. Noch so eine Stange? Ja. Guck mal, da sind so Bananen. Wie so Bananen sieht es aus. So, was haben wir denn noch? Möchte ich auch mal was auspacken.
Also, dann darfst du das hier noch auspacken und ich lese mal hier vor. Liebe Heidi, dies ist ein Mom-Shirt aus meinem eigenen Online-Shop von mir designt. Wenn es doch etwas zu groß ist, sieht es gut mit einem weißen Tanktop darunter aus. Ich muss auch eins darunter tragen, sonst guckt mein wachsender Babybauch raus. Ich hoffe, es gefällt dir, Jessie. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich jetzt echt voll, Jessie. Danke. Bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Es hat sie ja ganz neu jetzt, die Jessie. Ah, es ist aufregend. Es ist ja schon Weihnachten oder was. Was ist das, Schatz? Ah, das habe ich mir gewünscht. Das ist zum Schminken. Yay, endlich, damit ich meine Haare so hintermachen kann. Cool. Yeah, und dann auch noch pink, ne? Meine Lieblingsfarbe. Die Jessie kennt mich. Aber ich glaube, das kann man von zwei Seiten machen. Interessiert euch jetzt nicht so, ne? Wenn ihr zum Schminken geht. So, jetzt schauen wir uns mal kurz das T-Shirt an. Oh mein Gott, das ist ja eine coole Schrift. Schaut mal. Ich zeige es auch mal hier in die Richtung. Das riecht total gut. Hast du das vorher gewaschen? Boah, das riecht total gut. Cool, da freue ich mich. Das ist voll mein Style. Das macht auch nichts, wenn es ein bisschen größer ist. Dann kann man ein bisschen Schulter zeigen. Mag ich ja. So, ein Paketchen haben wir noch. Dieses hier. Hier steht etwas zum Planen und Genießen für 2017. Hier ist, glaube ich, noch so eine Art Washi-Tape. Oder hier steht Scotch. Glitter-Tape. So, wer möchte das aufmachen? Wer von euch beiden? Der Luki? Ja. Okay, hoffentlich habe ich jetzt die ganze Zeit abgedeckt im Video, mein Schatz. Hat man dich überhaupt gesehen? Ich glaube schon. Warte. So, okay, mach das nächste Paketchen auf. Ah, ich bin schon zu spät. Wow. Oh mein Gott. Boah, sieht das schön aus. Slammy. Boah, ist das schön mit dem Gold, ne? Guck mal. Oh, da kann ich total gut planen. Wow. Oh, sieht das schön aus. Dankeschön, liebe Jessie. Damit kann ich wirklich was anfangen. Fürs Jahr 2017. Auch dass wir alle gesund sind und zufrieden. Und ja, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das ganze Tauschpaket. Mir hat es total gut gefallen. Schau mal da oben, das kannst du noch abmachen. Und ja, meine Lieben, schaut unbedingt bei der Jessie vorbei. Ich habe mir wahnsinnig viel Mühe gegeben mit meinem Paket. Habe alles mit Liebe eingepackt und habe mir viele, viele Gedanken gemacht zu ihr, zu der Lilly, zum Chris und zum Baby. Also das Baby habe ich was ganz, ganz Besonderes gekauft. Oh, jetzt hat er es geschafft. Ja, also wie gesagt, ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht zu ihrem Tauschpaket, eben gerade fürs Baby. Da habe ich was ganz Besonderes gekauft. Das Video dazu von der lieben Jessie verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Hinterlasst ihr liebe Grüße. Ich weiß, dass ich die beste Community ever habe. Also hinterlasst ihr auf jeden Fall liebe Grüße. Und ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Jessie sehen werde und dass ich sie mal drücken kann, ne? Habe ich euch ja schon viel von der Jessie erzählt. Sie war jetzt auch in Berlin, als ich bei der Glow war, aber es hat irgendwie zeitlich nicht gepasst, weil ihr Flieger ging, leider. Aber irgendwann, wenn Gott will, werden wir uns auf jeden Fall sehen. So, und jetzt räume ich das hier alles weg, gehe auf die Arbeit und verabschiede mich dann später von euch. Und ja, muss mich jetzt aber auch fertig machen für die Arbeit, beziehungsweise der Lissandro muss zum Fußballtraining. Ja. Wir haben es kurz vor 5. Na, also, auf geht's. Also, nicht das war gut. Also, lass mal probieren. Hast du schon aufgemacht? Ja, da steht Milchschok, also Schokolade mit Karamell und so. Ah, aber du magst sogar, nee, der Max mag Karamell. Probier mal, dir schmeckt. Das schmeckt mir jetzt hier. Zeig mal, was ist das? Was? Karamell. Karamell? Gut. Okay. Die finde ich cool. Ja, weil die an unserem Baum hängen. Ja. Ja, die sind immer auch noch. Mach mal auf. Max? Max, wir essen Süßigkeiten aus San Antonio. San Antonio. Was ist denn das? Schau mal probieren. Mmh. Mmh. Die Kaugummiartig. Die schmecken richtig gut. Ist ja Weihnachten, können wir auch ein paar Süßigkeiten vertragen. Mmh. Die sind sauer. Ja, sehr. Mmh. So. Eklige Bohnen-Challenge machen wir dann. Also pass auf. Schau, so. Also wenn man Glück hat, darfst du einfach vorlesen. So hintermachen. Weißt du alles? Nee. Muss es so machen. Es gibt. Ich mache mal ein bisschen. Es gibt eine Sorte. Also es gibt Milch oder
Ist der Kokosnuss oder? Es gibt Fisch. Toter Fisch. Ja. Oder guck so, Lassie. Es gibt irgendwie. Butterpopcorn. Dann sind die Haare hier hinten. Oder Rotteneck.